Und ein herzliches Willkommen zurück zu Legend of Zelda Twilight Princess HD. Beim letzten Mal sind wir hier im Tempel rumgegurkt, haben so ziemlich jede Kiste mitgenommen, die unsere Karte angezeigt hat. Ich hoffe mal, ich werde mal gerade nachschauen, wir haben, meine ich, bisher nichts übersehen. Auf der linken Seite sind wir einmal komplett durch, da ist nichts mehr. Ne? Hier befinden wir uns gerade im inneren Quadranten, da kommen wir überall noch hin. Auf der rechten Seite ist auch alles offensichtlich sehr leer. Sehr schön. Dann haben wir jetzt das gute Recht, hier durch die Tür zu gehen, um zu schauen, was dort lauert. Ist das nicht toll? Das war hier irgendwie nur noch so ein Geist. Aber erstmal. So. Okay, ich will doch. Aber das hier mitunter interpretiert mein Controller meine Eingaben ein bisschen falsch. Das ist dann. Schlägt er doppelt oder springt plötzlich. Das ist ein bisschen nervig, aber naja. Oh, das war dumm von mir. So. Ah, na gut. Das kam unerwartet. So kacke, sich dagegen zu wehren. So. Ausende. Hier draußen kann man hier direkt hoch. Da muss man erst oben wieder rauskommen. Und noch mehr. Ist keiner. Achso, da auf der separaten Insel ist er. Okay, dann erstmal hier rein. Kohle mitnehmen und noch mehr Kohle. Ja, gut. Nee, ich muss von außen nach oben. Na gut. Dann muss man gerade schauen, von wo. Bestimmt ja irgendwas. Ja, hier. Gut, dann eben nochmal. Du da. Einmal. Du da. Na. Na. Wenn ich zum Wolf werden könnte, wäre das Ganze jetzt einiges problematischer. So, hier ist. Bitte. Dann. Sehen wir am besten zu, dass wir hier mal reinkommen. Oder ne. Ich habe mir an der Stelle schon mal gefragt, wie kamen die Entwickler auf die Idee? Ach komm, da hauen wir auf jeden Fall jetzt noch eine Spinne dran. Einfach nur zum Nerven. Warum? Warum macht man das?
die da. Wir sind wieder reich. Reiche Leute. Von heute. Ja, Maestro. Eins nach dem anderen hier. Erst einmal die Kiste. Und es gibt einen weiteren Stempel. Z. So. Und... Ah. Nummer 59. Nummer 60 ist... Irgendwo in der Tiefen der Drillhöhle. Halt, nee, noch nicht. Obwohl. Kann ich da... Machen wir es gerade mal so. Geht, glaube ich, schneller. Weil wir hier noch mal hoch müssen. So. Mit Glück schaffen wir noch den Endgegner. So. Das ist natürlich eine große Aussage, dass wir eventuell noch den Endgegner schaffen. Ist aber auch nur so ein... Ah, eventuell. Bitte fahr jetzt nicht runter. Dankeschön. Genau, einmal da lang. Ich weiß nicht, ist das meine Steuerung oder ist... mitunter die Kantenerkennung einfach so ein bisschen großzügig den Kanten gegenüber. So. Fehlt mir gerade ein bisschen die Möglichkeit, hier Regeln zu kommentieren. Aber gleich haben wir es geschafft. Ich halte mich auch gleich an der Wand. Dann dürfte man nicht mehr runterfallen. So. Ah, jo. Große Frage, was machen wir da? Ist mir eigentlich auch alles egal, ich will nur das Ding hier haben. Ja. Boah. Was soll ich hier noch hinballern? Es juckt die nicht. Hallo. Ja.
Dankeschön. Meine Herren. So. Ah ja, da. Ah ja, kann man so durchgehen lassen. Gut, das hätte ich natürlich jetzt auch als erstes machen können. Das hätte die ganze Sache um einiges erleichtert. Aber, ja. Man kennt mich. Wieso einfach, wenn es auch kompliziert geht? Ich muss überlegen, in welcher Richtung? Richtung da. Probiere ich es mal so. Ah ja, perfekt. So. Jetzt ist hier erstmal Action. War da noch was? So, meines Erachtens haben wir da schon gut abgeräumt. Da ist noch ein Kistchen auf dem Weg. Dann, ja. Wenn ich mich jetzt nicht allzu blöd anstelle, können wir den Endgegner sogar noch mit reinnehmen. Das wäre ja toll. Was war das denn? Okay. Ach, muss ich jetzt hier tatsächlich mit... Offenbar nicht. Aber ich treffe doch gar nicht genau das Rotorblatt. Ist aber schon ein bisschen pingelig. Muss ich ja sagen. Ja, toll. Und sonst so? Alles fit? Was macht die Schule oder die Arbeit? Oder sonstige Beschäftigungen? Halt! Taxi! Ja, toll. Gar nicht da. Will ich überhaupt hin? Von da komme ich gerade. Dann will ich bestimmt noch da. So, das nehme ich auch noch mal mit. Hier haben wir 50 Rubine. Gut. Das war schlau. So. Da ist nichts mehr. Alles klar, rein da. Ach, da ist ja noch so ein doofer Weg nach oben. Na komm. Na komm. Dicker. Komm. Komm ruhig ran, Junge. Komm ran. So. Schade, ich wollte ihn benutzen. Okay, dann. Vor allem die Schwert wollte ich benutzen. So, dann gucken wir mal. Dann mal da dran. Dann Form schön da dran.
Dann machen wir das mal an. Reicht nicht, denn so. Plötzlich bewege ich mich. Die Sache kommt in Fahrt. Auf den Weg mal eben hier. Halt. Das schöne Geld. Nun gut. Dann eben nicht. So, dann. So. Halt, nicht so weit. Halt. Ich habe schon wieder Glibber hier. Ja. Ah ja. Ah ja, Endgegner machen wir noch mit. Wird dann wahrscheinlich wieder ein bisschen überzogen, aber das machen wir noch. Stipp. Nix drin. Keine Fee. Nichts. Oh, ich gebe zu, ich bin gerade schon mal dezent müde. Auch gerade schon 2 Uhr ist. Ich morgen eigentlich noch was Wichtiges vorhab. Blöd. Blöd gemanagt von mir. Ich hätte eigentlich noch schon viel früher aufnehmen sollen, aber. Wie man das sich immer so denkt, ne? Schlafen kann ich, wenn ich unter der Erde liege. Nur blöd, dass einen der Schlaf mal irgendwann unter die Erde bringt. Was soll ich denn da nochmal? Ich will dahin. Er scheint mir die lukrativere Lösung zu sein. So, es weht ein leichter Westwind. Was? Warum stehen diese Dinger da eigentlich? Ich habe nie verstanden, was das ist. Ist das Lautsprecher oder was? Da fliegt er. Alduin. Ah ne, falsches Spiel. Argorok. Fliegender Feuerdrache. So, Fakt ist, so kommt man erst den erstmal gar nicht ran. Hoch. So, komm mal mit runter. Na gut. Hopp. Oh. Hopp. Oh. Hopp. Den Spaß kannst du mit dem zweimal machen. Dann ist das auch, oll.
Ah, der Rücken liegt frei. Ja, lass mich dahin, den hauen. Oh, jetzt dreht er auf. Nö. Oh, Flipp. Na? Na komm. So. Bam. 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 Was? Schade. Dann ich könnte mal nachtreten. Gehört sich zwar nicht, aber kann man mal machen. Ganz mies. Weg. Na komm. Na komm. So, danke, dass du so lange stillhältst. Willst du schon drauf zielen? Es geht einfach nicht, weil es sagt nö. Ja, ich geh schon mal rauf, ne? So. Weg. Dann machen wir jetzt mal links rum. So, komm. Mach mal fertig da. Schade, dann musst du die Fee doch mal herhalten.
Ja, wenn ich das Angriffsmuster verändert. Ich hab's wieder vergessen. Ich wusste, der macht noch irgendwas anders. Aber ich wusste in dem Moment nicht was. Was? Warum bin ich denn jetzt runtergefallen? Ach, Mann. So, nochmal. Finale! Ah. Moin, moin, moin! Nehme ich. Und das Wetter ist wieder angenehm. Und vor allem bekommen wir das letzte Fragment des Schattenspiegels. Ja. Geschafft. Die vierte Spiegelscherbe. Jetzt haben wir sie alle. Sag mal. Erinnerst du dich an das, was die Weisen gesagt haben? Nur der vom Schattenwolk anerkannte Herrscher ist in der Lage, den Schattenspiegel zu zerstören. Santo konnte den Schattenspiegel nur in Scherben zerbrechen. Also ist er der falsche Herrscher. Das ist eine schwer zu widerlegende Theorie. Los, auf zur Spiegelkammer. Betrüger bleibt Betrüger. Sofern er sich auch kleidet, gegen den echten Herrscher kommt er nicht an. Beweisen wir es ihm. Ja, ich dachte, ich mache jetzt mal Urlaub, ein bisschen mal mit den Malediven und so. Ja. Ja, Herz mit den Alten, dann Zahl deiner Herzen steigt um 1. Ich kann dich von hier wegbringen. Aber bist du auch sicher, dass du nichts vergessen hast? Ja. Alles da. Bayern. Ja. Komm, machen wir mal. Ups. Ja. Dann ist hier vor der Partende. Ich bedanke mich mal fürs Zusehen und sag bis zum nächsten Part.